So, willkommen zurück. Willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben jetzt seit 2 Wochen die Sonax-Produkte drauf und das neue Hydro-Seal. Habe ich mich versprochen, werde ich mich noch dazu äußern. Ich will jetzt nur ein ganz kurzes Update reden, weil das Auto demnächst zum Lackierer geht, die nächsten Tage. Also dann wäre das quasi beendet, ohne dass ich ein Video gedreht habe. Genau, aber ich kann es ja kurz mal sagen. Also es ist so, dass die neue Hydro-Seal-Flasche einen Frostschaden von mir bekommen hat. Ich zeige es euch auch mal ganz kurz. So, also ich habe jetzt mal die Flaschen rausgekramt. Wir haben hier die 250ml-Variante. Die ist jetzt neu. Die habe ich mir jetzt extra aus dem Lager geholt. Mit der werden wir den Test auch aufbauen. Denn ich denke, ihr seht sehr gut, was ich meine. Ich habe hier in meiner 750ml-Flasche eine Phasentrennung. Also hier ist es so ein bisschen weißlich und dann wird das hier hellblau und ganz da unten, also dunkelblau und dann hier unten ist es hellblau. Ich hatte die Flasche, hat einen Frostschaden abbekommen. Zumindest liegt hier die Vermutung nahe. Denn ich habe die Produkte angeliefert bekommen, habe die bei mir ins Lager verräumt und hatte dann quasi mir die Flasche für den nächsten Tag ins Auto gelegt und dann hat es halt eben über Nacht gefroren. Habe ich mir zuerst nichts dabei gedacht, aber ja, deswegen ist das, also man sieht das auch hier. Oder ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Ihr könnt ja mal, also, ne, wie wirklich das auch strückweise hier so ein bisschen dunkler ist. Ich denke, ihr seht, was ich meine. Oder auch nicht. Genau. Also deswegen werden wir die hier, ja, entsorgen. Und ich werde eben die hier nehmen. Also ihr seht das auch selber. Das habe ich, das Problem ist bei der Flasche eben nicht. Hier habe ich keine Phasentrennung drin. Genau. Ja, ist natürlich ein bisschen tricky. Ich sag mal, es ist halt natürlich scheiße. Aber wenn das eben ein Fehler dann auch war, muss man irgendwo auch dazu stehen. Und wollte das jetzt aber nicht erst publik machen, bevor ich nicht wusste, was das ist. Sind wir dann durch Zufall drauf gekommen, weil, wie gesagt, das Produkt eigentlich keine Phasentrennung hat. Und dann war eben das Problem sehr naheliegend. Aber wir werden uns jetzt heute darum kümmern, und das Update drehen. Wir werden das Auto erstmal so im dreckigen Zustand, Beading checken und dann waschen mit dem Schwamm. Ist ja erst seit 2 oder 2,5 Wochen drauf. Dann eben Beading checken und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Denn ich denke, in diesem Video wird man auch sehr gut sehen, was der Lacktyp für einen Einfluss auf Versiegelung hat. Denn ich kann euch sagen, dieser Lack ist ultra weich. Also man wird sehr gut erkennen, was verschiedene Lacksysteme da doch wirklich einen Einfluss drauf haben und dass das komplett unterschiedlich ist und dass man solche Sachen nicht auf jeden Fall vereinheitlichen kann. Denn jeder, der einen BSD kennt und weiß, wie lange der hält, wird, denke ich, in dem Video überrascht sein. Und an dieser Stelle möchte ich auch nicht sagen, es ist ein schlechter Produkt, aber lasst euch überraschen und bleibt dran.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin, wie gesagt, selber überrascht, als ich das so gesehen habe. Aber ich denke, man erkennt hier sehr gut, dass man einzelne Meinungen oder ich sag mal, das nicht immer übers Knie brechen sollte, sondern es ist wirklich so, dass ein Autolack, verschiedene Lacksysteme auf ein Versiegelungsprodukt Einfluss nehmen können. Bestes Beispiel ist dieser Audi R6. Auf diesem Audi RS6 hat die Kochchemie Ceramic Allround keine 300 Kilometer gehalten, denn genau dieses Auto ist das, was ihr aus dem Gisela-Video von heute kennt. Hier bin ich zurzeit am Nacharbeiten, da kommt eine neue Versiegelung drauf, den habe ich jetzt einmal wieder komplett fresh gemacht, der ist auch soweit schon fertig und den Kollegen, der irgendwo da hinten rumflitzt, den kennt ihr, der pornt das Auto quasi gerade einmal ab, wird es also auch ein schönes Video dazu geben. Also nur, dass ihr wisst, was ich meine, ein Lacksystem kann durchaus Einfluss haben auf ein Lackschutzprodukt. Aber wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, den Test komplett neu nochmal aufbauen. Das Auto geht jetzt aber erst zum Lackierer und ich wollte diesen Langzeittest jetzt auf jeden Fall nochmal kurz ein Update bringen, dass ihr wisst, wie die Produkte aussehen. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.